Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotagebuch. Ja Leute, wie ihr bereits gesehen habt, bin ich mal wieder am Baggersee unterwegs. Und zwar war ich gestern mal am Fluss gucken. Ich wollte eigentlich eine Flusssession machen mal wieder, weil dort immer mehr Action ist als natürlich an so einem kalten Baggersee. Ja, aber der Fluss ist leider durch die ganzen Regenfälle der letzten Zeit wieder mal sehr stark getrübt, wieder viel Treib unterwegs, ziemlich hohes Wasser. Und da habe ich mir gedacht, komm, fährst du echt noch mal zum See. Beim letzten Mal ist es ja gar nicht so übel gelaufen, waren zwar einige Brassenaktionen, aber zum Ende hin konnte ich noch einen schönen Spiegler fangen. Ja, und so ist heute wieder der Plan. Ich möchte zumindest eine Aktion bekommen, wenigstens einen fangen, und habe mich mal an einer Stelle gesetzt. Und zwar habe ich mir eben noch mal ein paar Spots ausgesucht, neben alten Krautfeldern, einmal auf 16 Meter und einmal auf 10 Meter. Dort werde ich die Routen ablegen. Und welche Montagen ich fischen werde, werde ich euch natürlich jetzt zeigen. So Leute, ganz kurz, die Montagen wird langsam frisch hier. Also diesmal habe ich ein anderes Bleisystem genommen. War ja doch zu viele Aktionen letztes Mal. Und da jedes Mal ein Blei verlieren, naja, habe ich auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Und meine Hater haben natürlich wieder Gas gegeben in Form von Kommentaren. Allerletzte Spinner, wie kann man nur jedes Mal ein Blei verlieren bei jedem Fischkontakt. Deswegen habe ich jetzt mal ein anderes Bleisystem genommen. Und zwar, wenn das auslöst hier, wenn der Fisch den Kopf schüttelt, dann rutscht das Blei hier das Leader hoch. Da ist ein Letcore-Leader drauf. Und man hat einen gewissen Abstand dann vom Haken bis zum Blei. Der wird immer größer, wenn das Blei nach vorne rutscht. Und dann kann der Fisch das Bleigewicht nicht mehr benutzen, um den Haken auszuhebeln. Ja, das Ganze hier Monorig, das D-Rig gebunden. Da ist ein Schneemann drauf. Und zwar ist das ein Nussboilie. Den habe ich ummantelt mit Hilfe von Liquid. Der wird dann in Liquid getaucht. Wir haben von RG Fischfeed so ein richtig klebriges Liquid. Da wird der Boilie drin rumgewälzt. Dann kommt der wieder in so einen Stickmix oder Boilie-Mix rein. Wird ein paar Mal gedreht, dann wieder in Liquid, dann wieder in Boilie-Mix. Und dann hat man einen schönen dicken Mantel drumherum. Ja, ihr merkt, der Wind pfeift hier ziemlich, die Kamera wackelt. Da oben ist ein kleiner Poppy drauf. Ja, das ist die eine Montage. Und die andere Montage zeige ich euch jetzt noch mal kurz. Bevor ich euch die zweite Montage zeige, ganz kurz zum Futter. Ich habe hier so ein Groundbait angerührt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Schlecht mit dem Lichtverhältnissen hier. Das besteht aus, ja, natürlich einem Groundbait, dann Mikropellets, da sind gecrushte Boilies drin, so ein bisschen Hanf ist da drin, Dosenmais und Zuckmückenlarven, das Ganze mit einem Liquid und Wasser angemischt. Ich habe das gerade mal vorne im Wasser ausprobiert. Wenn man daraus so einen kleinen Ballen macht und wirft den vorne ins Wasser, das ist wie ein Fiederfutter, müsst ihr euch vorstellen, das fällt innerhalb von einer Viertelstunde, fällt das komplett auseinander, zerlegt dann in Einzelteile. Nur die groben Bestandteile, in dem Fall der Mais und der Body Crush, die bleiben übrig. Ja, und so geht das Ganze gleich auf die Plätze mit den Routen. Ich möchte ein bisschen attraktives Futter im Wasser liegen haben, um ein bisschen Action auf den Platz zu bekommen. Aber ich möchte die Montage 3-4 Meter weiterlegen. Also es kann natürlich sein, dass viele Brassen natürlich dieses Futter lieben, das denke ich schon, aber die Brassen aktivieren immer so ein bisschen den Platz. An den Karpfen, gerade die älteren, erfahrenen Karpfen, gucken sich das ein bisschen aus gewisser Entfernung an und wühlen nicht immer gleich direkt auf dem Platz rum, wo die Brassen sind, sondern fressen meistens abseits so ein paar einzelne Häppchen, die dort gelandet sind. Und in dem Fall landet doch mein Hakenköder. Und in beiden Routen werde ich das so machen, dass ich ein ganzes Stück neben die Futterstelle, die eigentliche Futterstelle, meine Montage lege. In der Hoffnung, nicht ganz viele Brassenaktionen zu haben. Und wenn, soll natürlich auch ein vernünftiger Karpfen einsteigen. Ja, so ist zumindest der Plan. Und jetzt kommen wir zu meiner zweiten Montage, die ich euch zeigen wollte. So Leute, kommen wir zur zweiten Montage, die ich euch eigentlich zeigen wollte. Warum wollte, kann ich euch ganz schnell mal erklären. Das war die Montage und da sollte die Waterwolf drauf, die Kamera. Jetzt habe ich die gerade noch mal nachkontrolliert, bevor ich euch die Montage zeige. Und siehe da, das Licht hier hinten, kleine LED, wenn man die Kamera einschaltet, das bleibt an. Das heißt normalerweise, dass die Karte falsch formatiert ist. Wie das passieren konnte, keine Ahnung, normalerweise ziehe ich ja nur die Dateien runter
und lösche die Dateien dann und mache die Karte wieder in die Kamera, aber irgendwie zeigt mir die Kamera an, dass die Karte falsch formatiert ist. Normalerweise, wenn man die Kamera einschaltet, dann erleuchtet die rote LED, nach ein paar Sekunden fängt die LED an zu blinken, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Kamera aufnimmt. Die LED bleibt leider an, das heißt, die Karte ist falsch formatiert. Ja, shit happens. Das ist halt ehrlich und ungeschönt. Da können da schon mal Pannen passieren, weil es ist das wahre Leben. Und nichts rausgeschnitten und nichts gekünstelt. Ja, jetzt habe ich auf die Route gerade die normale Montage gebaut mit dem gleichen Bleisystem wie bei der ersten Montage, die ich gerade gezeigt habe. Und so gehen jetzt beide Routen raus. Die eine halt mit diesem Schneemann und die andere mit dem Ronny Rig mit dem gelben Pop hier oben drauf. Und ich will auch gar nicht weiter lange quatschen. Hab genug von den Pannen, mir sind noch schon einige Pannen passiert. Vielleicht komme ich dann noch mal zum Schluss drauf, zum Schlusswort morgen früh. Aber ja, ich habe die Schnauze eigentlich voll. Ich möchte eigentlich nur die Route ins Wasser kriegen, nämlich nur eine Route, die im Wasser landet, also beziehungsweise auf dem Spot landet. Montage, die kann auch fangen. Ja, und dann mache ich es mir hier im Zelt gemütlich. Ja, noch was ganz kurz zur Filmerei. Es kann sein, dass es hin und wieder mal vorkommt, dass die Kamera wackelt. Ich habe da oben drauf ein Kameralicht und ein Mikrofon, und bei den Windböen hier ist das natürlich ein schöner Windfang und die Kamera wackelt schon mal hin und her bei einer Windböe, und deswegen kann es schon mal sein, dass sich die Aufnahmen etwas unscharf werden, die Kamera wackelt, weil der Autofokus das nicht auf die Kette bekommt, schnell genug wieder scharf zu stellen, wie die Kamera wackelt. Also verzeiht mir das. So, und ich fahre jetzt die Routen raus und dann gehe ich ins warme Zelt und mache es mir gemütlich und dann schauen wir mal, was passiert. So Leute, kleines Tagesresümee, nichts gelaufen, null Aktion,
Tja, das kann halt passieren im Winter, wenn man so instant loszieht. Ja, ich drehe das Tagesresümee ein bisschen eher. Wir haben jetzt erst 5 Uhr, aber es soll gleich tierisch an zu regnen fangen und das die ganze Nacht durch. Und deswegen nutze ich die Gelegenheit, jetzt mal nochmal draußen zu drehen, weil gleich ist es nicht mehr möglich vor lauter Regen. Ja, der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Ich werde jetzt nochmal eine Route neu fahren, und zwar die Route, die auf 16 Meter lag. Ich habe da eben das Gefühl gehabt, die liegt nicht 100%. Und die möchte ich nochmal neu legen, bevor die Nacht beginnt. Ja, und dann heißt es nur noch hoffen, dass in der Nacht was geht, beziehungsweise wie letztes Mal in den Morgenstunden. Ich bin mal gespannt. Also, ich fahre jetzt die Route neu und dann schauen wir mal, was die Nacht und der nächste Morgen uns so bringt. So Leute, ganz kurz, wir haben 12 Uhr nachts, ich habe mir bis gerade die Zeit vertrieben mit meinem Tablet. Wenn ich alleine angeln bin, vor allen Dingen in den langen Winternächten, dann schaue ich mir immer so ein paar Filme an, auf Netflix oder auf Amazon Prime, weil ja die ganze Zeit hier rumliegen, Däumchen drehen und die ganze Zeit nur schlafen, ja, das kann man ja auch nicht machen. Da ist man meistens dann schon 1-2 Uhr nachts ist man ausgeschlafen und man liegt hier noch rum. Ja, es hat die ganze Zeit geregnet, die ganze Zeit waren Hagelschauer, gerade im Moment hat es aufgehört. Das macht das Wasser natürlich nicht gerade wärmer. Wenn so eine Hagelschauer runterkommt oder die ganze Zeit Hagelschauer runterkommen und kalter Wind und Regen, das schlägt den Fisch natürlich ein bisschen auf den Appetit, wie die Wassertemperaturen noch mehr runtergehen. Ja, und daher hatte ich bis jetzt keine einzige Aktion. Noch nicht mal eine Brasse, noch nicht mal einen Piepser. Klar, die Hoffnung stirbt zuletzt und ich denke mal, ich habe noch 12 Stunden, vielleicht geht in den 12 Stunden noch was, aber vom Gefühl her würde ich sagen, das gibt diesmal eine Nullnummer. Ist natürlich immer ein Lottospiel, wenn man instant loszieht, gerade bei diesen Witterungsverhältnissen, bei diesem kalten Wasser an einem großen See, dann ist das natürlich immer ein Lottospiel, ob man da richtig liegen hat oder nicht, ob die Fische noch aktiv sind, ob sie überhaupt fressen, das ist nämlich gar nicht gesagt. Normalerweise ist es echt besser, wenn man im Winter Langzeitfutterstellen hat, wo immer so alle 2 Tage so ein bisschen was an Futter liegt. Das kann doch nur eine Handvoll sein oder 2 Hände voll Futter sein, das reicht schon vollkommen aus. Wenn man das über Wochen hin macht, wo es erlaubt ist, hier ist es nicht erlaubt, dann hat man natürlich viel, viel größere Chancen. Und man kann auch bei kaltem Wasser schon den einen oder anderen Fisch abgreifen. Ja. Will gar nicht lange quatschen, ich hau mich jetzt aufs Ohr. Wir sehen uns morgen früh zum ganz, ganz kurzen Resümee der Nacht und dann später auch zum Abschlusswort, weil ich denke mal, vom Gefühl her, da wird nichts mehr kommen. Aber ich will euch und mir mal nicht die Hoffnung nehmen, dass noch was passiert. Ja, da würde ich sagen, bis morgen früh.
Moin Leute. Ja, was soll ich sagen? Gibt nicht viel zu sagen. Die Nacht war ruhig. Keinen einzigen Pieps habe ich gehabt. Es hat in einem durchgeschüttet hier. Jetzt ist der Regen in Schnee übergegangen. Also das macht die ganze Sache nicht einfacher. Das Wasser kühlt immer mehr ab. Ja, und das wundert mich eigentlich nicht, dass ich keine Aktion hatte. Und wenn man dann nicht hundertprozentig liegen hat, wie ich gestern Abend schon mal erwähnte, ist natürlich bei so einer Wasserfläche nicht einmal einfach, die Fische auszumachen und zu finden. Das ist nicht so einfach wie in den Caller-Videos, dass man hier mal eben eine Stunde am Wasser rumläuft und sieht natürlich überall Fische rollen, weiß ganz genau, wo man ablegen muss. Ja, schön, wenn es so wäre, aber im Winter sieht man selten mal einen Fisch rollen, beziehungsweise gar nicht. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich die Fische ausmachen sollte. Natürlich ist das immer besser, wie ich gestern Abend auch erwähnt hatte, wenn man eine Langzeitfutterstelle hat. Wenn man so ein bisschen Futter einbringt, immer alle 2 oder 3 Tage, das reicht nur eine Handvoll oder 2, dann hat man natürlich immer die Chance, dass die Fische sich auf diesen Stellen aufhalten. Aber so ist es halt ein Lottospiel. Und man muss halt Glück haben und das richtige Bauchgefühl haben, den richtigen Riecher haben und Fische zu finden. Ja, wenn ich zum Fluss gefahren wäre, wäre es noch ungemütlicher gewesen für mich. Da hätte ich jetzt andauernd rausrennen müssen die ganze Nacht und die Routen sauber machen müssen, vom Treibgut befreien müssen und das wäre auch nicht besser gewesen. Die Fische wären zwar da aktiver gewesen, aber ob ich da jetzt einen gefangen hätte bei diesen Bedingungen, keine Ahnung. Ja, beim nächsten Mal versuche ich natürlich wieder an den Fluss zu kommen, ganz klar. Weil die Bedingungen einfach besser sind dort und die Fische müssen dort einfach fressen. Ja, Leute, das Abschlusswort spare ich mir. Es gibt nichts mehr zu filmen. Es wird aber nichts mehr laufen. Wir haben 9 Uhr morgens. Ne? Und ja, wenn die nächste Regenpause ist, laut Wetter, also laut Regenradar, wird die ungefähr so 1 Stunde, 1,5 sein. Dann will ich die Zeit nutzen, um einzupacken, hier abzuhauen. War klar, dass ich den ganzen Winter nicht durchkommen werde, ohne einmal zu blinken. Jetzt ist es natürlich passiert, aber das ist natürlich wieder mal ehrlich und ungeschönt. Ne? Glaubt mir, es gibt Leute, die würden jetzt irgendwelche Fische aus dem Archiv, aus anderen Videos in das Video reinschneiden, um den Superheld zu spielen. Ja, Winter Hero ist ja ganz großes Wort jetzt bei Facebook, wie ich das immer sehe. Jeder, der meint, er hat einen Fisch mal im Winter gefangen, ist der Winter Hero. Also voll der Blödsinn ist das. Ja, naja, was soll ich sagen? Manchmal klappt es halt und manchmal halt nicht. Ne? Und ich mache mir auf jeden Fall keinen Kopf darum, wenn ich mal nichts gefangen habe. Und deswegen werde ich nicht irgendwelche Fische in ein Video reinschneiden, die ich gar nicht gefangen habe, beziehungsweise vorher gefangen habe, nur um den Superheld zu spielen. Das mache ich nicht. Ich bleibe immer offen und ehrlich. Ich will euch natürlich auch zeigen, wie es auch echt läuft. Und vor allem den Jugendlichen zeigen, die gerade anfangen mit dem Karpfenangeln, dass es nicht immer so läuft, wie das in den schönen Hochglanzvideos ist von der Firma, sondern dass man auch mal leer ausgeht und dass auch mal Angler, die schon ein paar Jahre auf dem Puckel haben, so wie ich, dass die auch mal nichts fangen können oder nichts fangen werden an bestimmten Tagen. Ja, Leute, dann noch was. Ich habe jetzt aus Langeweile gestern Abend noch mal so ein bisschen bei Facebook reingeguckt und bei Instagram. Bei Instagram ist eigentlich immer alles ziemlich entspannt, finde ich, und bei Facebook hauen die Leute sich die Köpfe ein. Jedes Thema, wenn einer nur eine Frage stellt, derjenige wird zerfleischt von den anderen Leuten und jeder hat das beste Tackle und wenn ich das immer höre, Leute, ihr sitzt alle in einem Boot, halt mal die Füße still. Wir haben alle das gleiche Hobby und wenn man nicht immer gegeneinander arbeitet, sondern miteinander, da kann man voneinander profitieren, das solltet ihr mal überlegen. Klar, es gibt immer Leute, die sind geborene Arschlöcher, sag ich mal ganz ehrlich jetzt und offen, so wie die Schnauze gewachsen ist, auch wenn es vielleicht manchem nicht passen würde, wird, wie ich in dem Video quatsche. Aber ist halt so, manche kommen auf die Welt, sind halt ein kleines Arschloch. Und so hat man auch viele Leute hier in verschiedenen Vereinen schon kennengelernt, beziehungsweise auch hier in diesem Verein ist auch jemand, nur mal so als Beispiel, der meint, jeder andere Karpfenangler ist ein Konkurrent und man müsste Intrigen gegen den Schmieden und irgendwelche Lügengeschichten in die Welt setzen, nur damit andere schlecht dastehen und er super dasteht als super Karpfenangler. Und sowas geht gar nicht. Normalerweise sollten wir alle eine große Kameradschaft haben untereinander.
Klar, das läuft natürlich nicht wegen so welchen Leuten. Man hat halt immer so Charakterschweine dabei. Und da solltet ihr euch kein Beispiel dran nehmen. Sondern geht immer offen und ehrlich mit euren Angelkameraden um. Wenn ihr Besucher am Wasser bekommt, macht nicht den super cool und antwortet den Leuten nicht auf ihre Fragen, steht da nur rum. Da gibt es ja auch super viele, die meinen, ich nichts verraten. Ich habe nur den Schlüssel zum Erfolg, die anderen sind alle doof. Also ich kann so ein Verhalten nicht abhaben, deswegen muss man gerade mal so ein bisschen Luft machen. Vor allen Dingen, weil es so spät ist jetzt, also fast in jedem Verein gibt, in dem ich bis jetzt war. Und ich hasse eigentlich so Leute. Und normalerweise halte ich mich auch von so Leuten fern, aber man kann natürlich nicht verhindern, dass die Leute irgendwelche Geschichten in die Welt setzen. Und ihr kennt das bestimmt auch, wenn ihr auch so Fälle habt, dann schreibt das mal unten unter die Kommentare in dem Video. Würde mich mal interessieren, ob ich nicht der Einzige bin, beziehungsweise mit meinen Vereinskameraden, die sowas miterleben müssen. Würde mich echt mal interessieren, also schreibt unten in die Kommentare rein, falls ihr auch so Fälle habt im Verein. Ja, da kann ich nicht mehr dazu sagen, wie seid nett zueinander, Jungs, und holt euch nicht die Köpfe ein. Und da ich das Abschlusswort jetzt mir sparen werde, verabschiede ich mich jetzt schon von euch. Also macht's gut, geht raus, haut was auf die Matte. Ich drücke euch wie immer die Daumen und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.